Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Planet Coaster zusammen mit Let's Corny. Hallo? Hallo? Aber hallo gesagt. Achso, das kann man mir Kann nicht gut sein. tun, Alter. Ich warte so. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal Ich alles denke mir so, warum hätte, warum laden, ey. wartet der jetzt? Jetzt stoppen wir erstmal alles. Oh yeah. Genau, wir machen gleich mal weiter mit unserem ach so tollen Baum. Damit du dann wieder fragen, du stoppst jetzt, damit du dann wieder fragen kannst, warum niemand. Warum ist ja niemand mit der neuen Achterbahn gefahren ist? Warum ist damit noch niemand gefahren? Warte, auf! Fuck! Hast du jetzt gemacht? Ich bin gerade Namen neu machen. Achso. Ah, oh, wenn man die Kamera ein bisschen besser drehen könnte, Alter. Ja, die Steuerung ist nicht optimal von dem Spiel. Ich habe auch so eine richtig sensible Maus, Alter. Ja, das ist schlimm. Ah. Ich habe jetzt keins vor. Ich habe jetzt alle einfach bloß normal reingesetzt und es sieht einfach genauso gut aus wie das andere, wo ich. Ja, das habe ich wieder davon. Und dann hier Ja. noch. Hätte schlimmer kommen. Wollen wir mal über SpongeBob reden, ne? SpongeBob. Dann das jetzt. Warum willst du denn nicht da ran, du? Bin jetzt gerade drauf gekommen, wie ich gesagt habe, könnte schlimmer sein. Da bin ich drauf gekommen auf die eine Szene, wo Patrick dann, glaube ich, sagt, ja, du könntest ja doch eine große Nase und eine Glatze haben. Jetzt setzt es doch da drauf, Das du Bastard. Alles muss man wieder von anmachen, das gibt's nicht. muss Ich bin Ah. zufrieden mit dem Thumbnail. So, Mit der wie gelben. bekommen jetzt die Spezialeffekte? Wir bräuchten. Oh Gott, wie machen wir das bei dem? Du willst Spezialeffekte. Ja, nee, ich meine, Für so zum Feuer. Beispiel so, ja, so Licht halt irgendwie so da. Nenn Ein ich Licht. Feuerwerk, Ambient. Aber Licht ist ja dann eher nicht bei Pyrotechnik. Effekte, oder? Flammenwerfer, Flammenverstoß, schmaler Flammenwerfer, mittleres Feuer, kleines Feuer, großes Feuer. Ja. Aber ich glaube, Licht ist nicht. Ich sehe eher nicht da bei denen, wenn du jetzt wirklich Licht willst. Das wird interessant, Alter. Ich bin so gespannt, was jetzt passieren wird. Ich auch, Alter. Lass die Zeit laufen. Jo! Yo! Das ist ja mal nice. Yes! Alter, als ob das funktioniert. Das ist geil. Das kann man beim Leute, zweiten Mal ja nicht warte, so gut was? machen. Hast du das gerade Leute, reingebläst? da ist schon eins drin. Leute, da ist so ein Wie, das ist Lagerfeuer wirklich als drin. Lichtquelle? Ist beim Der anderen ist schon auch drin? geil, Alter. Ne, da habe ich nichts gesehen beim anderen. Da sitzt unseres halt drin. Okay, krass. Ah, Das ist das so ist geil. gut, Alter. Da kostet uns aber halt nochmal extra Geld. Aber wir haben Ja, sie ja. das Geld schmilzt, sage ich Oh. immer. Endlich! Jetzt fängt er auch an! Ja, man muss mit Oh, dem Flow nee. gehen. Man muss ja mit dem Trend gehen.
Warum immer schief? Dahinter mit den Lungen, dass du da einmal so 90 Grad gedreht wird. Oh. Alter, ich bin komplett verwirrt mit der Störung. Das heißt doch oh. Hallo? Warum will er die nicht auf den Boden stellen? Warum will er die einfach nur auf den Boden legen? Eddie, ich sag's dir, das ist alles so ein... Wir sind zu weit oben. Das ganze Game ist so eine optische Täuschung, Digga. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die ist jetzt gar nicht im Baum drin, die ist einfach dahinter. Jo! Jawoll! Alter! What the fuck? Du hast einfach so recht mit diesem optischen Täuschung. Dieses Game ist ein reinster Witz. Ich will schön. Diese Laterne! Die Laterne wirst du nie wieder bearbeiten können. Die muss da jetzt bleiben. Oh, schön. Wenigstens du bist noch auf meiner Seite. Also wir können mal wieder... Ja, eigentlich so vorspielen bis Nacht ist, Digga. Ich finde mir das mal hier... Ich finde so allgemein vorspielen gar nicht so schlecht. Dann kriegen wir auch Geld noch mit rein. Ja, so kann man es lassen. Ja, das sieht schon... Das sieht actually nice aus. Das sieht schon echt geil aus. Da haben wir echt gute Arbeit geleistet. Bin schon ja. Auf wir. Gutes Management hatten wir. Genau. Warum hat er das letzte Mal nicht so akkurat bewegt? Weil er keinen Bock drauf hat. Ja, ich habe mir natürlich die beste Stelle dafür ausgesucht. Perfekt. Let's go. Okay, das ist schon mega geil. Mhm. So, was wir so brauchen können, wäre so ein Hexenkessel, Digga. Der wohl noch so davor steht. Oder einen Burger. Warum einen Burger? Ich weiß, dass es eine Hexe gibt, die um so einen Kreis rum geht. Ah, stimmt. Die habe ich mal gesehen. Ich weiß nicht mal wer, aber irgendwer hat die ja, auf dem also Burger. Ich habe mich gerade bei der Drachenlampe ein bisschen verlesen. Weißt du, so wie bei Duschlampe? Oh, ja, oh, da gibt es eine fliegende Hexe. Ist das ist sie. Du könntest diesen Punkt oben, obwohl nee, ich glaube der Radius ist zu kurz dafür, dass die um den Baum problemlos gleiten könnte. Ja, stimmt. Also die merken wir uns. Schon so einen, die merken wir uns, ja, auf jeden Fall. Aber da müsste es doch irgendwo so eine Hexenkiste geben, glaube ich. Ich hoffe. Was bist du? Oh, du bist so ein normaler. Er ist immer so der kleine Bruder. Der kleine Lappmal. Der Glatzkopf. Hexenhaus. Oh? Ach so, das ist so baumhausmäßig, kannst du. Ja. Okay. Na, ist jetzt auch nicht so, das Hexenbaum. Da kommt wahrscheinlich das Hexenhaus rauf. Ah, ja, genau, das macht Sinn. Lampe Kessel. Haben wir ja. Bisschen klein, aber ja. So, also jetzt bräuchten wir nur noch so Sachen. Kessel, nee. Was kann man denn da so noch so außen rum machen? Ne? Hm.
Vielleicht so leeren Kahn irgendwo dahin. Oh, den vielleicht, ja, den vielleicht in den Hintergrund irgendwo. So, hier zu dem Baum hinten so hin. Nee, nicht der Ketten, ne? Wir haben nicht Weihnachten. Weg damit. Haben wir noch so? Eine Lokomotive. Märchenstatue Bronzekönig, Bronzenarr. Ah, warte mal, gibt's hier so gezielt? Ja, so Zäune. Gibt's hier so kaputte Zäune, die man so in den Hintergrund stellen könnte? Schade. Ah, leider nicht, ne? Wie groß bist du? Ja, doch, eigentlich so, hier so ein geschwungener Holzzaun. Der ging klar. Ein bisschen von oben, so da. Das ist so also dieses Areal ein bisschen. Und da jetzt nicht hinten dran. Ja, nee, einer reicht. Wollen wir uns nicht übertreiben. Eine Richtung. Ah, Animateure, dazu brauchen wir doch. Da gibt's doch 100% eine normale Hexe, oder? Nee, also ich glaube, es gibt nur die Fliegende. Nur die fliegen, ne? Ich find's ein bisschen schade, dass man halt die Stange an dem Sag mal, der Punkt kann. Hexe. Da ist sie doch. Sag mal, eine Hexe. Ah. Perfekt. Ich dachte, ich Alter, ist kann doch sie gleich im nicht. Boden drin. Ja, die passt auch von der Größe perfekt dazu. Und die ist fett. Das macht die Sache nur besser. Aber irgendwie fehlt was um den Kessel rum, da. Man könnte um so einen Kessel rumliegen. Liegen? Ja, oder stehen. Was könnte man so um so einen Kessel rum machen? Ne, ich meine so Dekum, vielleicht so, was gibt's denn so an Blumen? So. Blumen wären smart. Oder so ein Gebüsch. Büsche, Pflanzentöpfe, Pflanzentöpfe jetzt sehr weniger. Eisenholz. Ne. So kleinere Dinge. Ah, es gibt so wenig Büsche, das ist echt. Ja, so ein rötlicher Busch. Waldbusch, Ja. Waldbusch 1. Ja, ein bisschen groß. Auch ein bisschen groß. Auch ein bisschen groß. Das ist eher so sumpfmäßig, ne? Ja, ein Strandbusch hieß es. Grüner Busch, deswegen sieht er grau aus. Ja, grün kann auch grau sein. Es gibt keine so einzelnen. Keine einzelnen Blumen, das finde ich ehrlich gesagt schade. Wenn's über den, Ach du Heilige! Boah! mein Gott, Sonnenblumen gab's, einzeln. Davon kann man noch welche platzieren. Ganz schön. Hier. Dann. Alter, wie viel wir da rein investieren, Digga. Das muss jetzt aber auch Leute anlocken. Ah ne, es gibt keine. Ja gut, es gibt ja diese Pflanzen. Was? Pflanzen? Das sind doch keine Pflanzen, das sind doch Wege, Digga. Was willst du mit Glaube, es sind Wege, wo du Pflanzen neu machen kannst. Pflanzungsmodul Basis? Ach du Mann, ich wollte so verdorrte Blumen oder so ein Bullshit außenrum machen. Ja, hey. Der darf nicht fehlen. Sollen wir da vielleicht zum Weg hin machen, so außenrum einmal, oder eher so nach so? Nee, also ich glaube nicht, dass da jemand lang gehen würde. Ich meine, du hast es ja hinten gesehen bei unserem Spielautomaten. Da ist auch niemand lang gegangen, bevor wir den hatten. Na gut, hast du schon recht.
Sag mal, wofür habe ich eigentlich vorher gerade gestaubsaugt, wenn ich jetzt oben, wenn ich jetzt höre, dass oben jemand staubsaugt? So, das Einzige, was jetzt noch. Die Hexe lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Was nice wäre jetzt so ein Rauchding oder nicht Ambiente, divers, Feuerwerk, Wasser. Es aus dem Kessel raus, weißt du, was ich meine? Ich glaube, da finden Ambiente. Spezialeffekt Dampfstrahl. Dampfstrahl Ich will klar. erstmal schauen, wie es ausschaut. Jetzt ohne einen Dampfausstoß. So, ja. Ja, gut, okay, ja, gut, da ist er nicht. Da dampft ja schon ein bisschen was raus aus dem Ja. Kessel. Diese Beleuchtung, die macht mich fertig. Hey, dieser ja, Tag ist so widerlich. Aber? Ja, Was kannst doch. du denn da unten ein Was kannst du da unten einstellen neben den Pfeilen? Wo? Unten, runter. Rückgängig und das andere ist wieder wiederholen, da rechts. Kameraeffekt, Beleuchtung, Einstellung. Du kannst Beleuchtung. einfach, du kannst fixieren, jawohl. Okay, ne, das Dann wollen wir mach einfach auf nicht. 20 Uhr. Oha! Ne, wir brauchen mehr Personalgebäude, wo stand gerade oben. Ja, dann machen wir. Wir haben doch jetzt bloß so auf Nacht gestellt, damit wir uns das hier nochmal anschauen können. Weil jetzt sehen wir, dass wir nirgendwo anders ausgeleuchtet haben und alles andere scheiße aussieht. Ne, auf 18. War schon noch ein bisschen Licht, um zu sehen, was ich eigentlich mache, Alter. 17. Warum ist 17 auf einmal so hell? Ja, ne, das geht besser als der Tag. Ne, ich würde den Boden nämlich hier noch verändern. Gras, Automal, ne. Felsig, ne. Die Größe ist ja mal gestört, ja. Ja, Das das glaube ich schon da. ist. Ich glaube, das wird auch am passt auch am besten. Okay. Ja, jetzt. Machen wir das so leichte. Das Konturen rein. Ambiente, genau. Die T-Cups werden ja benutzt wenigstens. Ja, ich find, da haben wir was Gutes auf die Beine gestellt. Ich finde auch. Okay, was ist dieses Personalgebäude? Die beschweren sich Personalgebäude. jetzt. Weißt du, Ja. jetzt, wo wir sogar zwei gefeuert haben. Ich würde eins neben das Stadionkarussell machen. Ja, Da ist noch ein bisschen freie eins Fläche. von den kleinen oder mal so ein neues. Mal schauen, wie viel kosten denn so neue. Standardding. 900.000, 500.000 Piraten. Ein ganz normal. Personal. Ah, oh, natürlich musst du dann komplett in die andere Richtung gedreht sein, du Bastard, Alter. Warte. Ist das nicht eins der Ist das nicht Personalgebäude? eins? Ja, das ist eins. Aber wir haben doch dann schon drei. Da mache ich hier Oder oben noch haben wir in dem eins. neuen Bereich keins gemacht? Ich habe keine Ahnung, was hier im Personalgebäude ist und was nicht. Sieht nicht Toilettengeldautomat, so aus. oder? Ja, das könnte eins sein Oder war hier. das dort? Jo, Gott damit, Alter. Was soll ich denn da jetzt noch eins hin platzieren? Wie kommst du da eben noch eins hin? Du musst eben bis ganz nach hinten laufen, Trottel. Alright, Zeit, Geld zu Er verdienen. wolltet mehr, er kriegt mehr. Ich glaube, mit dem haben wir uns in diesem Park am meisten Mühe gegeben. Ja, sieht aber auch genauso geil aus. Echt so. Fast so wie die See.
der See. Ja, stimmt, unsere kleine Piratending hier. Oase. Oase, Die war genau. auch geil. So, wir brauchen eigentlich dann nur noch genug Geld, um. Das Ja, mein Restaurant. Gott, die ganzen da plopp auf. Laden Cheeseburger 12 steht leer. So, wie Ja, viel kostet das denn? ich glaube, es waren schon 2000. Bauplan, Restaurant, mit kleinen Aktivitäten, Restaurant, das wir wollen. Ja, 1200. Ja, das Das geht könnten wir aber. hinbekommen. Das könnten wir in einem guten Monat hinbekommen. Oh nein, der Aber Eingang dafür ist brauchen wir halt eine. da. Oh nein. Ja gut, einfach um 180 Ja, Grad bis drehen. hier. Ja, oder einfach einen Weg halt dahin Oder legen. 90. Oder einen Weg dahin legen, ja. Aber wir brauchen dafür erstmal einen guten Monat. Echt so. Obwohl, ich meine, jetzt haben wir auch schon wieder 400. 500. Ja, also um die Es darf halt jetzt nichts kaputt gehen. 1400 wären dann eigentlich schon nice. Es Für wäre Weg halt fatal, wenn dann. jetzt irgendwas kaputt geht, werden wir Ja, auf das Geld das. warten. Warum geht dann Warum ist denn am nichts? Anfang immer alles so voll und da hinten nie? Das verstehe ich nicht. Ne, die Leute kommen schon noch. Die kommen schon noch. Ja, ich meine, die Leute kommen schon immer mehr. Das sieht man ja. Das stimmt, ja. Ja, da, die ersten. Alter. LOL, da stehen jetzt mal richtig viele an. Ja, da kommen So auch noch viele richtig Leute sind nicht viele. mal angestanden, als es neu war. Ey, das muss doch die perfekte Szenerie jetzt haben, oder? Warum bist du Die gesch. Sadness ist sehr alt. Wir haben das nicht wieder geöffnet! So. Lol, 93%, Digga. Ja, das gönnt. Das zieht. Ja, das gönnt sich ja mal richtig, Alter. Es macht Plus! Es macht Plus! Aber die Sadness ist sehr alt. Ja, der wird bald wieder modern hier. Aber ich glaube, weiß nicht, gehen die Leute immer noch auf die Sadness? Monatlicher Profit plus. Nice. Das war Ja, hier, die oder? Sadness ist immer noch voll. Das hier. Was war denn das? Der Todesengel. Die Sadness war die Achterbahn. Das war die Achterbahn. Die gönnen sich da immer noch. Gönnen sich da richtig. Was sind so die allgemeinen Meinungen zu unserem Park? Ich glaube, da könnte man mal wieder drauf schauen. Ja, das Kickflip stimmt. 2 hat ein Solange technisches warte ich nicht Problem. auf das Sadness, ich möchte mich jetzt amüsieren. Bei Looney Bloons 6 möchte ich gerade nicht einkaufen. Ja, aber dann geh doch nicht dahin! Warum regst du dich drüber auf? Ich möchte mich jetzt amüsieren. Bei Heads Fantastic 6 möchte ich gerade nicht einkaufen. Ja, meine Fresse. Ja, Primelpässe sind was für Trottel. Da sehen wir es. 11 die Cent. Warteschlange Insanity war voll. Goddammit, ja, was wollt ihr denn da machen? Ich will mir die Sadness Ich sparen. habe Durst, wir haben 1000 Läden, du Bastard. Aber das sind halt. Lol, wie viele Leute stehen beim Stani-Karussell an? So viele Leute waren doch noch nie auf der Schlange. Stani-Karussell. Ja, mein Gott. Wie soll ich es denn sonst nennen? Einfach nur Karussell ist zu unverständlich. Ja, stimmt schon. Es ist halt einfach der Stani-Karussell. Da kannst du auch Lol, da so kommt umbenennen. einer von da hinten. Das ist aber unsere Arbeit, oder? Nee, Ne? lol, was ist denn seine Mission? Lol, da Er kommt ist so mehr? ganz alleine auf Mission. Ja, ich. Ja. Die Ja, gehen einfach auf das Ding hier ist komplette. einfach traurig. Ja, aber da gehen ja trotzdem Leute drauf. Wie aus dem Stani-Karussell. Da kommen immer mehr in die Mitte, das ist nice. Warum bist du leer? Ich glaube, das ist kaputt gerade. Das war gerade kaputt, ja. Da ist gerade der Mechaniker rausgegangen. Deswegen sind wir so komplett im Minus, Digga. Ja, da gehen Ah. Leute rein. Boah, hoffentlich spielen die jetzt mit dem Ding. Boah, geil. Es sind immer Familien, die wo da hingehen. Oh, bitte, bitte gewinn. Verlier. Das ist unser zweiter Gast da. Hä? Lol, what? Hä? Die haben verloren und sind disappeared. Sie kommt mit der Schande Wir entgegen. haben Ah, einfach schau, den wie sie kommen, Freifahrt zur Alter. Hölle. Lol, jawohl. Wir haben einfach den Freifahrt zur Hölle gewonnen. Oh, wo Wo bleibt der ist er gute jetzt? Monat, Alter? Jetzt sieht's wieder voll Ich meine, scheiße aus. wir können nichts dagegen machen, dass es unsere Fahrgeschäfte immer kaputt gehen. Das war doch gerade so gut. Es Was lief ist denn doch mit so unserem gut. Stani-Karussell passiert? Da waren am Anfang so viele Leute drauf, jetzt sind wieder gar keine drauf. Ich glaube, das ist kaputt war. Das Oh, ist jetzt bitte gehen wir wieder ins umbenennen. Plus. Jawohl.
Jetzt gehen wir wieder richtig ins Plus. Warum, mehrere Fahrgeschäfte wurden repariert. Warum gibt es eigentlich hier so bei Darlehen nicht so einen normalen Tausender? Doch, gibt's. Gibt's, aber ich, nee, den würde ich nicht nehmen. Ich bei 25% Zinsen. Das wird schon wieder weniger, das gibt's ja nicht. Warum denn? Ah, unser erstes. Ja, es lauter Fahrgeschäfte. Jo, wie die alle am Arsch sind! Alter, wie kann's denn sein? Warum können wir dagegen nichts machen? Oder warum wissen wir nicht, was wir dagegen machen können? Ah, aber es ist eine schöne Aussicht auf unseren Park, würde ich sagen. Das ist echt gerade voll eine schöne Übersicht. Dieses Eck hier einfach voll nice mit Deko und alles ist Alter. Und die Altstadt einfach fast überhaupt nichts. Außer die Oase. So, ich würde jetzt gern wieder auf über den Taui kommen, Alter. Über den Taui, let's go. Ja, über den Taui wäre mal schön. Wir können nicht nochmal einen Kredit aufnehmen. Das wäre nicht gut für uns. Wir haben es ja letztens da 700 gekommen, let's go. Wir brauchen so viel für ein scheiß Restaurant. Wisst halt, sobald irgendwas kaputt geht, ist es vorbei. Let's go, komm. Da war kurz die 1000. Die Gäste finden die Wartezeit bei The Sadness zu lang. Ja, mein Gott, was sollen wir jetzt machen? Nice, wir können es hinstellen. Jawohl. Jetzt geht es los. Ich glaube, das wird uns noch nicht so viel Geld einbringen, aber jetzt geht es los. Da müssen wir hin. Ja, doch, ich glaube, das können wir. Also doch. Ich glaube schon, dass es. Ich meine, wir haben den Scheiß erforscht und sehr viel Geld dafür ausgegeben. Ja, eigentlich könnten wir es auch hier so mit dem Hauptweg verbinden, oder? Nee. Ich würde doch schon mit dem Weg verbinden. Was ist denn da vorne? Wo ist da hinten? Ich glaube, das große Schild ist vorne. Aber was du machen kannst? Du kannst ja jetzt ja den Weg hinziehen von unten und von oben dann. Ja, das ist einfach krassere Arbeit als ein Stadtplan. Das hier ist ja der Eingang. Ja. Wir brauchen ja nicht mal dicke Wege. Das können wir so. Machen wir so, dann. Gehen wir ein bisschen in die Breite. Perfekt, würde ich sagen. Nice, jetzt haben wir da. Genau so. So, jetzt schauen wir uns dich mal an. Parkside Café. Was gibt's denn mit dir so? Keine letzten Gedanken für dieses Restaurant. Ich würde gerne die. Wer sind das, die anderen? Oder ist es das, was jetzt hier drin ist? Das ist das, was drin gibt. Ah, also sind so sozusagen sind hier die. Also reicht das jetzt an. Du kannst noch mehr anbieten. Ich weiß nicht, was der Nachteil ist, wenn du mehr anbietest. Dog Squad. Ich würde es einfach mal alles testen. Sollen wir allem einen Namen geben? No. Ach man. Ich glaube, wir hatten mittlerweile so viele Insider. Gott, das hört nicht auf. Monsieur Fritti. Oder Fritz. Monsieur, ja, das ist ja mal gut. Was bist du denn? Dreifach gebackene Pommes, Alter! Nee, das muss neu bearbeiten. Süßkartoffeln weg damit. Das gibt bei uns im Park nicht. Dafür werde ich auch. Das werde ich nie zulassen, weil es bei uns verkauft wird. Alles hört nicht. Was kann ich denn alles anschalten? Kostet es mich das? Du kannst einfach alles machen! Junge, wir gehen einfach gleich pleite, weil wir das alles machen. Ja, ich glaube nicht, dass wir wirklich pleite gehen. Ich glaube, dass es einfach bloß eine mehrere Möglichkeit ist, Geld zu verdienen. Ja, aber was hätten wir denn dann für
Johannisbeersaft. Geil, wer kennt's nicht? Wer kauft sich nicht im Freizeitpark Johannisbeersaft? So, war das jetzt alles? Ne, noch Street Fox Coffee. Americano. Ja. Monatliche Grundbetriebs 1000. Monatliche Erweiterungsbetrieb 40. Oh Gott. Let's go. Jo. Da kostet uns im Monat 2000. Ja, wie viel da hingehen? Jo, geil. Jetzt geht richtig ab. Jetzt haben wir auch die Teacups besser mit dem Hauptweg verbunden. Stimmt. Guck, wie viele da jetzt zu den Teacups. Oh, Alter, aber wie viele jetzt schon reingehen, Digga? Das ist halt einfach. Wir können einfach sagen, das sind einfach mehr. Das ist ein bisschen langweilig. Ja, lass die Hater reden. Ich will jetzt wissen, wie es jetzt gerade ausschaut. Bestseller des Monats. LOL, gib einfach ein Bestseller des Monats. Jo, wie sie kommen, Alter! What? Okay, ein Restaurant ist nice. Ja, aber Profit ist noch ziemlich wenig. Ja, wir haben den jetzt erst eröffnet, Junge. Ja, die haben gesagt, es ist denen ein bisschen zu langweilig. Ich weiß nicht, ob du da... Geh nochmal ganz kurz drauf. Auf den... Aber da war irgendwas mit den Erweiterungen. Also mit dem Parkzeug-KW. Da stand irgendwo was mit dem Kaffee-Erweiterung. Das ist der Auswahl zu groß, ich kann mich nicht entscheiden. Ah, lol! Oh! Ah, okay, dann nehmen wir Hotdogs mal weg. Jetzt können wir aber allem einen Namen geben, oder? Wir nehmen das hier mal weg. Kokoshühnchen. Monster freies lassen wir. Warum musst du alles aufmachen? Ja, ich glaube eigentlich so. Eins können wir noch wegmachen, die Donuts. Getränke können wir auch ein bisschen wegmachen, diese. Ja, komm, Alter, wer geht die vegan Scheiße, da ist ein bisschen das Gulpi Ding, der, das können wir wegmachen. Ja, das machen wir. Oh, Gulpi slash du. Haben wir noch? Ja, ich würde sagen, mein Coffee machen wir mal. Was? Das? 1, 2. Ja, den Americano behalten wir. Mineralwasser braucht keiner. Ja, bei uns gibt es nur Zeug mit Zucker. Kein Wasser für euch. So, wie sieht's denn jetzt aus? Langweilig, weil ist die Auswahl zu groß. Praxis Kaffee könnte mal geputzt werden. Könnte mal geputzt werden? Was? Okay, aber jetzt noch mal ganz kurz bei der Erweiterung. Irgendwo, glaube ich, beim ersten Reiter. Oder da. Wir von 10 erhöhen die KPZ des Restaurants, wenn du Erweiterungen zufügst. Aha. Weitere Restaurant-Erweiterungen. Hä? Ich verstehe es nicht. Ja, auch nicht. Aber wahrscheinlich kannst du es so ausbauen. Aber ich hab gesehen, du kannst die Live-Musik ändern. Also du kannst ändern, ob Live-Musik gespielt wird oder nicht. Oder was anderes. Erwachsenenlokal, Teenagerlokal, Internetzugang. Nee, aber ich finde Live-Musik eigentlich perfekt. Kostenlose Würzmittel? Niemals! Das ist eine Live-Musik. Die Gäste werden beim Essen von einer Live-Band etwas attraktiver für Teenager und Erwachsene, erhöht die Prestige kleinerer Restaurants. Ah ja, gut, dann lassen wir mal. Können wir darüber reden, was die Definition von Erwachsenen im Restaurant ist? Nein. Aber was meint ihr jetzt damit langweilig? Was ist das? Das ist mir wirklich interessant. Die Szenerie. Da müssen wir ein bisschen. Wir haben kein Geld. Ah, die Sets. What? Die Sets. Ist Geld? Ja, wir sind wieder ein paar Fahrgeschäfte. Ah. Ja, der Flying Dragon und so waren alle am Arsch. Das kommt jetzt wieder rein. Seltenes war. Und unser Stunny-Karussell auch. Oh, das hat so wahrscheinlich nichts dazu beigetragen, aber es ist auch kaputt. So, schauen wir mal. Oh Gott, der Himmel, wir sind bei 34 Minuten. What?
Da war es so, das wird nicht, dann war es halt eine XXL-Folge. Lasst ein Like und da habe ich euch gefordert. Schaut mir jetzt gerade mir vorbei, schaut bei Twitch vorbei. Morgen 18 Uhr geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.